So, Ice Beam. Den Säurebomben ausweichen und hüpfen. Hüpfen ist immer ganz witzig in diesem Spiel. Und ja, dass du genau in dem Moment schütteln musst, wo ich... das war äußerst unklug, da einfach zur Seite zu... So, wie viele Missiles soll ich noch verschwenden? Ah, geht doch. Ein so eine Eismissile kostet mich 10 Missile-Munition. Das ist nicht wenig. Überhaupt nicht. Und bald sind wir in der Phase Nummer 2. Ihr seht, die Lebensanzeige von Metroid Prime ist mittlerweile relativ gering. Und bald ist sie nicht mehr vorhanden. Oh Mann! Dass du immer in diesen Momenten dich so bewegen musst, dass ich dich nicht mehr treffen kann. Dann kommen diese Dinger noch. Und dann wechselt er die Farbe zu Eis. Und da... Nein, nein, nein! Raus da! Raus da! Raus da! Einfrieren lassen ist nicht gut. Definitiv nicht. Nein, jetzt wechselt er wieder die Farbe. Und dann... Oh, ey, der hasst mich. So kurz vor Schluss. Das lief doch so gut bisher. Dann will er mich ranziehen. Nein, 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 nein. Ich bin auch noch weggekommen, ohne Schaden zu bekommen. Das wundert mich jetzt. Hüpfen. Das hätte eigentlich so eine Eisverfolgungsattacke sein sollen, aber da sie genau diese Lücke getroffen hat in der Mitte, hat sie mich nicht erwischt. Das war, glaube ich, Metroid Prime in der Phase 1. Weiter geht's gleich, sobald wir hier runtergerannt sind. Und offensichtlich sind diese Kugeln nicht mehr da. Hinunter. Jetzt steht sie schon wieder, obwohl ich gerollt bin. Natürlich lässt sie Metroid Prime jetzt nicht Metroid Prime sein, sondern hüpft hinunter, um zu schauen, ob er auch wirklich tot ist. Ich frage mich, wie sie am Ende wieder rauskommt, aber egal. Was ist das bloß? Was ist hier los? Da kommt, ich würde mal sagen, das Gehirn mit galertenartiger Masse von Metroid Prime aus seinem Körper hinaus und schaut uns an. Episches Intro. So, komischerweise ist die galertenartige Innenmasse von Metroid Prime viel widerstandsfähiger als sein Panzer. Und, naja, ich kann ihm keinen Schaden machen. Alles wird reflektiert und er hat die Säulen zerstört, wo ganz viel Leben drin sind. Ein Energietrank pro Tank pro von dieses Ding oder so. Und jetzt brauche ich auch meine Missiles nicht mehr. Dieser Boss kann nichts, außer dieser Welle. Und kleine Metroids beschwören. Aber das kommt erst später. Lalala. Lalalalalala. Da haben wir den Vorteil unserer Phasen Suit. Unsere Phasen Suit hat nämlich die Fertigkeit, hochkonzentriertes blaues Phasen, anstatt uns Schaden zu machen, tut dieses hochkonzentrierte blaue Phasen jetzt uns in den Hypermodus bringen, mit welchem wir einen Power Phasen Beam abschießen können. Der ist die einzige Möglichkeit, Metroid Prime zu treffen. Außerdem wechselt Metroid Prime in Phase 2 immer wieder durch die Spektren, das heißt sichtbar, danach Röntgen und danach Infrarot. Und das war gerade ultra schlecht, weil davon treffen lassen ist eigentlich nicht nötig. Lalalalalala, ich sollte vielleicht nicht draufschießen, weil sonst trifft mich vielleicht meine eigenen... Ich sollte nicht einfach so durch die Gegend springen, sonst trifft er mich. Sonst treffen mich meine eigenen Schüsse, wenn ich hier zu viel draufholze. So. Wo bist du? Da bist du. Hypermodus. Pschuh. Stirb. Das rollende R. Hüpf. Ach, das war... Wieso lasse ich mich von diesem Mist treffen? Es ist doch total einfach auszuweichen. Los, schau mich an. Schau mich an, schau mir in die Augen. Im Endeffekt ist dieser Bosskampf relativ langweilig. Wie ihr sicher mittlerweile mitbekommen habt. Mach deine Druckwelle. Hüpf. Psiu, psiu, stirb. Und jetzt seht ihr gleich den Phasenbeam in Aktion. Und zwar in richtiger Aktion. Ah, das wollte ich gar nicht. Jetzt muss ich für normale Metroids Dingens verwenden. So, Phasenbeam. Sieht doch nice aus. Ohne Witz, ich hätte das Ding gerne auch sonst im Spiel. Weil leider kann man den nur hier bekommen, im Endkampf. Ich finde, man sollte überall, wenn man sich in Phasen stellt, das Ding kriegen. Ich meine, die Phasen-Suit schaltet man sich sowieso zuletzt frei. Da ist es dann nicht mehr irgendwie balance-technisch schlecht, wenn man den Phasenbeam kriegt. Aber was die Spielentwickler sich dabei gedacht haben, haben sie sich wohl dabei gedacht. Und ich will das jetzt nicht unbedingt so sehr in Frage stellen. Ich meine, es ist ja nicht nötig für den Rest vom Spiel. Stirb! Ich mach das mit dem Icebeam. Das hätte ich nicht machen brauchen.
Ich vereise einfach die Metroids, die sind nämlich gegen Eis schwach. Und dann kann ich sie abknallen. Metroid Prime. Mit abknallen meine ich, nachdem sie eingeeist sind, kann ich eine Rakete draufschießen und das zersplittert sie dann einfach. Und dann sind die Metroids tot. Ziemlich schnell. Oh, ich weiß gar nicht, was ich hier alles noch erzählen soll während dem Kampf. Das ist ja jetzt nicht sonderlich spannend. Ich kann nur sagen, wenn ich hüpfe, hepp, und wenn der mich anschaut, kann ich sagen, schau mich an. Und ansonsten gibt es nicht wirklich viel, was ich sagen kann. Hüpf. Und hepp. Da habt ihr es, ich habe hepp gesagt. Da, Thermal Visor. Visor. So. Anderer Metroid, wo bist du? Das ganze Anvisieren ist übrigens relativ stressig. Wo ist er denn, der andere Metroid? Weg. Naja, mich interessiert's nicht. Wayne interessiert's vielleicht, aber nicht mich. So. So weit ist es nicht mehr, bis er down ist. In Zukunft werde ich dann wahrscheinlich auch mit der Powerbombe arbeiten, um die Spaltmetroids auszuschalten. Metroids. Oder ich benutze den Phasenbeam, um sie zu töten. Das geht auch relativ fix. Psiu! Und da kommt die nächste. Es ist nun wirklich nicht schwer. Ihr seht, man kann dieses Spiel auch mit 4 Energietanks oder mit 3 Energietanks locker bestehen, auch wenn man definitiv mehr findet, auch schon auf den offensichtlichen Wegen, meine ich, nicht offiziell. Und da kommt die nächste Phase. Diesmal ist nur ein Metroid da, oder wie? Was sollte das jetzt, bitte? Du musst dich nicht immer so aufdrängen. Ey, Hypermodus, bitte. Sag mal! Jetzt aber. Menschenskinder. Stellt sich direkt über die Pfütze, die er macht, sodass ich nicht reinkomme. Das ist auch eine Taktik, muss man sagen. Aber sie wird dir nichts bringen. Ich vernichte dich, Metroid Prime. Ich bin Samus, Kopfgeldjägerin. Oh Mann. Ich fange tatsächlich an, ziemlichen Mist zu labern jetzt. Komm schon. Komm schon, mach die Pfütze. Ich finde es sehr witzig, wie die Endgegner immer irgendwie sich selbst eine Möglichkeit schaffen zu sterben. Ich meine, der macht so eine Pfütze, die ich verwenden kann. Und in der vorherigen Phase hat er immer irgendeine Farbe angenommen, wo ich ihn töten konnte. Zwischendurch hat er zwar kurz einen Modus, wo ich ihn gar nicht angreifen konnte, wo er mich rangezogen hat, aber das hat ihn wohl nicht interessiert, dass er den ständig benutzen hätte können. Aber egal. Ja, ist ja immer so in den Spielen. Die Endgegner sind alle ziemlich doof. Wieder nur einer. Was zur Hölle? Sie stirben. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Vielleicht brauche ich noch eine Phase. Ich glaube, ich brauche noch eine. Bin mir aber nicht sicher. Ja, ich brauche noch eine. Aber in der nächsten ist er dann tot. Hüpf. Lalala. Hüpf. Lal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 
Ja, das war natürlich sehr anstrengend. Und nun wird das Schiff gerufen und sie haut ab. Ich frage mich, wieso man solche Planeten, die im Endeffekt eh dem Untergang geweiht sind, nicht einfach auslöschen kann. Und der tiefe Glaube der Chose, der nur belohnt wurde. Was wurde denn hier belohnt? Ich meine, okay, von mir aus hat sie halt was besiegt, was hier in dem Berg lauert. Aber es macht so einen Unterschied. Der Planet ist doch sowieso im Eimer, die Chozo sind besiegt. Beziehungsweise die wurden ja ausgelöscht von den Weltraumpiraten, soweit ich weiß. Ich sehe da jetzt nicht wirklich einen riesigen Triumph oder so. Außerdem finde ich, diese Flammen sind im Vergleich zum Rest des Spiels extrem schlecht designt, die da unten auf der Plattform waren. Naja, ich würde sagen, Metroid Prime ist besiegt. Wir haben ihn gepawnt. Das war's mit unserem Let's Pawn Metroid Prime. Man sieht sich sicher in irgendwelchen anderen Folgen und Videos. Und ich verabschiede mich. Danke fürs Zuschauen. Tschö, tschö.